Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, ich habe diese ganze Dorfbesuchsfolge hier. So heißt sie ja nicht, sie heißt ja Hausdurchsuchung. Ich weiß auch nicht, warum ich und wie ich immer auf diese Namen komme. Aber ich finde einfach, Dorfbesuch ist einfach ein bisschen langweilig. Deswegen gibt es heute die Hausdurchsuchung. Und ich habe die ganze Folge nochmal über den Haufen geworfen. Ihr seht das hier. Ich habe mein Rathaus ja gestern Abend im Stream auf Level 11 angestoßen. Und wir steigen trotzdem ein in die Kämpfe. Also ich habe die ganze Folge nochmal komplett umgemodelt. Deswegen seht ihr die auch jetzt heute mal ein bisschen später. So, einiges hat mir dann doch nicht gepasst, einige waren dann doch abgefarmt. Aber wir fangen heute mit dem Soldat Lennart an. Er ist Leader bei den Last Vikings, da kann ich ja jetzt auch was zu sagen. Also nicht zu dem Clan, aber zumindest zu diesem Dorf hier. Denn er ist ein RH10er, das wusste ich vorher und ich wusste auch vorher, dass er beide Helden hochkloppt. Denn er war bei den True Warriors 2 und hat sich jetzt einfach mal einen eigenen Clan aufgebaut. Warum auch immer. Ob das gut ist, ob das nicht so gut ist, ob man sich vielleicht irgendwo, ich weiß nicht, ob er sich bei uns nicht heimisch gefühlt hat, aber er ist schon länger ein RH10, das sieht man hier, er hat die 240 Truppen, er hat die Infernos auf jeden Fall schon in voller Ausbaustufe und was geht jetzt eigentlich noch hoch? Ich glaube, hier gehen nur noch Mauern hoch und wir sehen das hier in der Mitte, hier gehen die Helden endlich auch auf ein anständiges Niveau. Ich meine, die Queen ist schon Richtung Max-Level hier, das ist natürlich wirklich super. Und ich denke mal, in den Regionen hier wird so eine Base auch halten. Er muss jetzt noch ein paar Mauern hochkloppen. Aber den Rest hier sehe ich eigentlich als gut an. Ich denke mal, hier, wo die freien Felder sind, vor der Clanburg, wird er die Tesla stehen haben. Die Luftabwehren sind super mit abgedeckt, von zumindest auf der Seite und auch auf der Seite von den Magiertürmen. Und das gefällt mir ganz gut. Außen die Archer Tower hier, die Bogenschützentürme und hier hat er die beiden Bomb Tower, also auch nicht irgendwo außen. Ja, viele haben die ja einfach so außen, weil sie nicht wissen, was sie damit machen sollen. Ich denke mal, da sind die ganz gut aufgehoben und ja, 35 Defenses, das sieht gut aus hier von den Truppen her, kenne ich ihn auch. Ist er auch noch nicht ganz fertig, aber er hat noch, was hat er noch offen? Babydrachen, Miner und der Rest sieht ganz gut aus. Ja, Zauber gehen auch noch so ein bisschen, also Lennart hat hier noch genug Zeit und ja, ich meine, jetzt hat er sich einen neuen Clan gemacht und seine Clanbook ist leer. Er ist der einzige Spender hier und alles ist hier bei 0. Hier hat einer 3 gespendet. Vielleicht kommst du doch einfach wieder zurück, Lennart. Kann man ja mal machen, muss man aber nicht. So, wir haben den nächsten. Ich habe heute zu Beginn bin ich sehr, sehr stark RH10 lastig. Das freut mich natürlich auch mal, dass wir heute mal mit Rathaus 10 hier beginnen. Hier haben wir den Fischi von der First Division. Clan Level 12, auch schon starker Clan. Und wir sehen auch hier, dass wir starke Helden haben. Wir haben die Truppen auch schon relativ hoch hier. Zweier Miner, zweier Bowler. Das ist schon eine super Kampftruppe. Zauber, da geht noch ein bisschen was. Helden geht auch noch ein bisschen was. Aber die Base sieht auch entsprechend gut aus. Also hier auch ein, ich würde sagen, ein Maxed RH10. Und mit den Inferno-Türmen hier in diesem Quadrat hier sind die sehr, sehr schlecht angreifbar. Aber ich habe jetzt schon mal einen 1CK-Angriff gesehen, dass man natürlich hier die Platte, also quasi die Mauern rundherum um so ein Inferno schön aufsprengen kann. Dann hat man hier ein riesengroßes Loch in der Base und kann hier natürlich nicht reinmarschieren, aber der Rest ist hier schon gut ausgebaut. Die X-Bögen empfehle ich auch immer. Lass sie auf Luftboden stehen und nicht nur auf Boden. Auch wenn sie auf Boden natürlich gerade gegen Queenwalks sehr, sehr stark sind und natürlich sehr, sehr früh ins Spielgeschehen eingreifen. Aber gegen Lufttruppen, sobald jemand alle drei X-Bögen ja irgendwo auf Boden stehen hat, bist du so ein bisschen so ein Luftopfer, der ein bisschen Schaden macht, die ja nun doch. Wenn auch nicht so viel wie ein Bogenschützenturm. Aber der Rest sieht hier ganz gut aus. Die schützen das jetzt nicht ganz hier um die Luftabwehren herum, aber er hat hier die Bogenschützentürme, die das Ganze noch ein bisschen mit übernehmen können und ich denke mal auch die Base hier, ja, gucken wir mal, ob die hält hier oben. Ja, 44 Devs, das sieht gut aus, also super Sache hier, Fischi, ich denke mal, du bist mit deiner Base auch gut zufrieden. So, wen haben wir denn als nächstes? Ich glaube, ich habe als nächstes
was in meiner Zwischenablage. Mal wieder mit Leerzeichen, ist aber nicht so schlimm. So, das ist der Dark Shadow von den German Penguins. Ich glaube, den hatte ich schon mal. Aber er ist, ich weiß es nicht genau, aber er ist hier ein RH7 und ist auch dabei, das Ganze auszumaxen. Hier, super Sache. Die Luftabwehren gehen hier auf Level 5. Das ist super. Hier hinten haben wir auch noch eine 4er. Also ich denke mal, er ist noch nicht so super lange RH7 hier. Und was fehlt ihm denn eigentlich? Ihm fehlt die Drachenkaserne. Geht denn hier eine Kaserne hoch? Das wäre ja noch das i-Tüpfelchen, das hier schon mal die erste Kaserne auf Drachenstatus gibt. Das ist ja auch ein Erfolg, den man sich abholen kann. Aber ich sehe hier, geht noch keine Kaserne hoch und auch noch nichts im Labor. Ja, dann gib das Elex einfach mal hier für eine Kaserne aus. Dann hast du nämlich den Drachen. Und der Drachen auf Rathaus Level 7 ist wirklich sehr, sehr stark. Also gib das Ganze ruhig aus. Aber ich denke mal, er spart auch Dunkles. Sehe ich jetzt noch nicht. Also der dunkle Pott muss auch noch raus. Also ich denke mal, er ist noch nicht so lange Rathaus 7 hier und wird sicherlich jetzt anfangen, hoffentlich eine Kaserne zu bauen. So, ich habe den nächsten in meiner Zwischenablage. Das sieht ganz gut aus. Heute versüßen wir uns übrigens die Pausen mit mir. Und vorher sehen wir aber den Gommwaffel. Der Gommwaffel ist auch ein Rathaus 10er. Ich habe ja gesagt, diese Folge sehr Rathaus 10er lastig. Von den Truppen her, ja, auch sehr, sehr gut. Also er hat zumindest den Golem, unseren Feuerfresser, auf Level 5, hat die Valkyren dazu auf 5, die Bola dazu auf 2, also das passt alles. Den Drachen auch schon auf 5, also das sind ja so ein bisschen, finde ich, die Kampftruppen hier im Rathaus 10 Bereich und natürlich die Kobolde, also die Goblins hier, auch auf Max Level, ja, die habe ich ja auch relativ früh auf Max Level gezogen, weil das sind einfach die Farmmonster schlechthin und auch er ist hier dabei und kloppt beide Helden hoch, das ist natürlich super, also geht auf 28 und auch hier auf 28. Ist also so einer, der immer sein Pärchen immer komplett parallel hält. Finde ich auch in Ordnung. Ist auch eine Möglichkeit, die Helden so zu leveln. Und hat aber auch schon schön 240 Truppen. Also die Lager alle fertig. Und ich glaube, die Base ist auch, sie ist auch relativ stark schon auf dem Weg zum Maxen. Die Luftabwehren hier fehlen jetzt noch. Aber die Bogenschützentürme hat er schon oben. Die Magiertürme hat er schon oben. Ja, das sieht auch ordentlich aus hier. Also ich wäre mit so einer Base auch zufrieden. Mauern gehen auch schon super hoch und 25 Devs. Ja, ich denke auch, der Gommwaffel hier von den Spiderhawks ist zufrieden mit seiner Base. Da geht der letzte Magierturm noch hoch. Ja, super. Super, der Rest ist sowieso schon ausgebaut. Alle Kasernen hat er fertig und es läuft auch was im Labor. Ich rate ja immer gern, was im Labor läuft. Ich denke mal, einer der Zauber oder die Hexen. Kann er mir dann ja mal schreiben. Okay, ich habe aber jetzt schon den neuen Tech hier in der Zwischenablage. Aber bevor wir den nehmen, machen wir eine Mini-Pause, nämlich im Nachtdorf. Da muss ich ein bisschen rumfarmen. Oh, wieder verloren. Ich verliere hier echt Pokis ohne Ende. Aber ich will hier unbedingt heute noch was anstoßen, damit es auch hier so ein kleines bisschen weitergeht. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich diese Base hier ganz abstoße von mir, denn ich hatte ja mal gesagt, sie gehört einfach so ein bisschen zu Clash of Clans ja dazu. Und deswegen bespiele ich sie natürlich auch wenn ich sie nicht mag. Aber gegen so ein Dorf hier, was ja schon wieder ein BH7 ist, glaube ich, da muss ich immer die dicke Tonne hier wegkriegen, nämlich die große, diese, ich glaube, sie heißt Riesenkanone, ich weiß es nicht genau. Und ich muss jetzt mal sehen, wo ich meine Kampfmaschine setze, wenn ich sie hier setze, wo sie hingeht. Okay, oh, der geht auf die Mauer, mal sehen. Das wusste ich, dass sie da nicht durchgeht, weil der Zerschmetterer war dort jetzt schon ein ganz kleines Stück zu früh weg. Ja, und jetzt latsche mir natürlich außenrum, dann habe ich keine Chance. Und der Kollege hat ja nur zwei Teslas hier, hat die Kanonen schon gut ausgebaut. Also ist natürlich gut ausgebautes Dorf hier. Also ich denke mal, von der Defense her ist das kein großartig stark gerushtes Dorf hier. Aber mal sehen von der Offense, ob er viel, viel mehr Truppen hat als ich. Weil, oh, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen, aber er hat auch noch nicht
noch nicht mehr als ich. Okay, weil gerade beim 7er macht dieses eine Armeelager ja doch ein bisschen mehr aus und ich will nicht sagen, dass es dann unfair wird, aber die Truppen machen sich bemerkbar, wenn du entsprechend mehr hast. So, wir haben aber eine Tech für uns, das ist der Flexibel von The Fighters, auch wieder ein Rathaus 10. Ich habe ja gesagt, ist sehr, sehr 10er-lastig heute. Und er hat hier die Helden auf einem ganz annehmbaren Level. Also mittlerweile kann ich da ja mit leben. Aber die Zauber, Mann, die Zauber. Kein Level hier unten gemacht, also bei den dunklen Zaubern. Giftzauber, Erdbebenzauber, okay. Erdbebenzauber. Aber Eilzauber, der ist super wichtig. Denn den auf Max Level, der gibt richtig Speed in der Base. Und okay, Skelettzauber, aber gerade Speed und Gift würde ich denn doch mal anfangen zu leveln. Denn das sind starke, dunkle Zauber und die helfen in jedem Fall bei jedem Angriff, also sowohl aus Luft als auch mit dem Giftzauber hältst du ja die Truppen aus. Das heißt also, du vergiftest sie nicht nur, sondern du schwächst ja auch deren Angriff, das heißt die Angriffsgeschwindigkeit und auch den Speed. Das heißt also, du slowst so ein bisschen die Truppen. Aber das Dorf habe ich mir eben schon angeguckt, ist auch maxed out hier. Und gibt aber noch reichlich zu tun hier an den Mauern. Aber auch hier stehen die Bomben. Tower, ja, die kann man vielleicht auf beide Seiten packen. Ich meine, ist eine starke Geschichte hier, wenn du zwei Bomb-Tower hast. Denn wenn die zusammen abwerfen, das ist auch eine starke Geschichte. Die Luftabwehren sind hier super von den Magiertürmen mit abgedeckt und auch von den Bogenschützentürmen. Ich denke mal, das Dorf hält auch. Und er kloppt hier oben den King jetzt mit hoch. Ich denke mal, der geht jetzt auch erst auf 25. Ich schätze, er macht das hier in 5er Schritten. Und das sieht hier an der Stelle ganz gut aus. So, jetzt habe ich einen vom Low Suriti, glaube ich, heißt es. Aber er heißt, glaube ich, nicht so im Spiel, oder? Ich hab hier wieder was vergessen. Ich habe was vergessen, nämlich am Ende, glaube ich, eine 9. Ja, ich hatte nur was vergessen, in die Zwischenablage reinzunehmen. Dreamland Noise von den Black Diamonds. Und ich sollte hier erwähnen, kannst ja mal auf die gewonnenen Angriffe achten. Jo. 2008, das ist ein Wort hier zum Sonntag. Denn wenn wir das mal im Vergleich zu meinen Angriffen sehen, die ich gewonnen habe und auch hier die Defense, ist 163. Also krass, kann man nicht anders sagen. Fast 19.000 Truppen gespendet und auch wieder ein RH10. Aber hier schon maxed. Ja, fast maxed. Da fehlt noch der King. Der geht hier hoch auf seine letzte Reise. Super gemacht hier. Und ist ein full maxed out Dorf hier. Ja, starkes Ding. Kenne ich ja jetzt auch von meiner Ecke. Aber auch er hat sich hier richtig Zeit gelassen. Also das gute Jahr hier, was ja vor allen Dingen die Truppen mit den Zaubern brauchen, hat er komplett ausgenutzt. Das finde ich wirklich, wirklich super. Und genau wie bei mir, er kloppt sein Rathaus zurecht hoch. Also beide Daumen nach oben für dich hier. Super Dorf hier. Und wie viele Angriffe du hingelegt hast. Ich denke mal, ich glaube, ich habe dich letzte Woche schon mal geguckt, weil ich natürlich den Text gesehen habe. Und da waren es noch nicht so viele Mauern. Aber mit den Jungs hier ist das natürlich kein Thema. Und auch da habe ich das, auch hier habe ich ein bisschen drüber gelacht. 55 Mauerbrecher und 130 Kobolde. Das war eine Armee, Leute. Die müsst ihr mal nachbauen und damit kämpfen. Dann könnt ihr mir mal sagen, das rockt oder das rockt nicht. Aber ich glaube, das rockt total. So, die zweite Pause wollte ich uns ja mit einem Angriff von mir versüßen. Und ich habe aber die Gunst der Minuten genutzt und habe mir schon mal einen Gegner gesucht. Ich glaube, den nehmen wir mal mit. Auch wenn er hier eine Adler Def hat, denke ich mal, können wir uns an den ranwagen. Ich würde sagen, wir nehmen den hier mal im klassischen Queen Walk mit. Ich muss mal gucken, wie ich jetzt hier gleich in diese große Base reinkomme. Ich glaube, nur mit der Queen, das wird mir nicht gelingen. Ich meine, es wäre natürlich schön, wenn ich hier den Adler mit wegbekommen könnte, aber die Ressourcen locken mich hier natürlich so ein bisschen. Und ja, ich bin ja immer noch am Event spielen hier mit den Hexen, also müssen wir da in jedem Fall ja ein bisschen was tun. Und die muss ich jetzt schon mal so ein bisschen hier in Wut bringen, denn, okay. Dann gehen wir mal von hier vor. Ich würde sagen, wir gehen hier mit unserer Restmeute rein.
denn unsere Queen kriegt da hinten gleich auch schon Feuer jetzt vom gegnerischen King. Und der ist jetzt aber auch schon Geschichte. Okay. Oh, ich muss hier springen. Hier muss ich springen. Eieieiei, okay. Das ist uns aber gelungen. Mal sehen, ob die jetzt auch hier in die Base reinspringen. Das wäre natürlich super, wenn hier jetzt so ein bisschen was zu den Defense-Gebäuden geht. Und den Adler, ja, den frosten wir hier mal an der Stelle. Mal sehen, ob wir wenigstens einen Pokal hier mitnehmen. Aber da geht jetzt schon so ein bisschen was in Richtung Mitte hier. Ja, das sieht noch ganz gut aus. Der Adler ist noch dabei. Ist aber nicht so schlimm, glaube ich. Ich denke mal, das Rathaus haben wir ja schon 53% und holen wir uns jetzt noch den Adler, ne? Den holen wir uns noch für die Tat und den Inferno holen wir uns auch noch für die Errungenschaft. Das meine ich immer mit der Tat. Ich meine immer die Errungenschaft, die man hier machen kann. Mache so und so viel Adler-Artillerien, mache so und so viele Inferno-Türme und das meine ich eigentlich damit. Ich denke mal, ihr wisst das aber. Und so, dann setzen wir die hier hinten noch. Die Queen wird hier unten jetzt leider, ja, das zeitliche segnen. Aber ich glaube, es ist nicht so schlimm, wenn ich jetzt mal gleich gucke, was wir hier geholt haben. Ich glaube, das hat sich in jedem Fall gelohnt. Ich meine, okay, das Dunkle hier ist bei meinen Angriffen im Moment fast bei jedem Angriff natürlich voll. Aber die Hexen und die Skelette, na, da schaffen die Queen hier nicht mehr. Ist nicht so schlimm. War ein netter Elfer hier. Und ich glaube, von den Ressourcen her ist das für mich absolut in Ordnung. Wir haben hier ein paar Pokés mitgenommen und vor allen Dingen haben wir wieder einen Teil des kleinen Events hier gespielt. Oh, wieso habe ich einen Loons hier? Ei, Mist. Die muss ich gleich erstmal verspenden. Und ich hätte natürlich noch die Queen giften können. Wartet eben, die müssen nach vorne, dann die Loons verspende ich gleich. Aber wir sind ja noch bei den Dorfbesuchen bei. Ja, die Dorfbesuchsfolgen gehen natürlich noch mal ein bisschen länger bei mir. Der Marc hat mir hier geschrieben, hier, ich bin auch bei den Empires. Aber er hatte mir eigentlich geschrieben, dass er bei den Lappen Empire ist. Nein, er ist beim Titan Empire und ist ein Rathaus 9er. Ja, okay. Hat also schon bei Rathaus 8 keine Lust gehabt auf den Golem, auf die Walküre auf und erst recht nicht auf den Schweinereiter. Also, ich weiß nicht, was du da gemacht hast. Ich meine, mit zweier Drachen und zweier Päcker. Ja, da bleibt dir ja nichts anderes über, als starke Rathaus Level 8 zu machen. Zumal du auch noch nicht so die vielen Truppen hier hast. Und hier geht dein King immerhin schon auf 10 jetzt. Den hast du also auch nicht auf 10 gezogen, was mir aber sofort ins Auge fällt. Also ich muss auch mal leider ein bisschen Kritik loslassen hier. Die hier sind auf Level 4. In meinem Rathaus Level 6 Dorf habe ich die jetzt auch schon auf 4. Ja? Und du bist 3 Level weiter hier. Also echt, also Luftabwehren hier. Mann. Ah, ja, das ist schade. Ich weiß, die Luftabwehren laufen lange. Die haben eine lange Laufzeit, also von Level 3 auf 4 laufen die 4 Tage. 4 auf 5 dann immer einen Tag mehr. Also die haben eine lange Laufzeit. Aber das sollte man sich in jedem Fall gönnen. Und man sollte sich ja auch dann die Armeelager gönnen. Ich denke mal, er ist jetzt noch nicht so super lange Rathaus 9. Aber von der Base her kann ich nichts dazu sagen. Die wird sicherlich auch mal halten. Ja, 75 Defes. Aber hier von den Truppen her, Junge, Mark, grenzwertig, also das ist ja von allen so ein bisschen, aber nicht so wirklich, also da kannst du noch reichlich an dir arbeiten. Und dann haben wir die nächsten Kürzel, ja, jetzt habe ich Kürzel ohne Hashtag, das ist sehr, sehr schön, dass auch mal jemand zuhört, der mir hier Hashtags schickt, ohne Hashtag. Und wir haben hier den Frodo. Der Frodo vom Eisernen Orden gehört eigentlich nach Mittelerde, der Frodo, aber er ist auch ein Rathaus Level 9 und hat auch den King hier noch nicht auf 10, denn der geht ja schon bei Rathaus Level 8 auf 10, aber immerhin hat hier als erstes die Drachen hochgezogen. Fällt mir auch sofort ins Auge. Die anderen Sachen, ja, wenn du sie nicht bespielst, also wer keine Schweinereiter bespielt, der levelt die natürlich auch nicht, aber ist schon eine coole Truppe und er ist hier auch am Koboldfarm. Ich hatte das vorhin schon gesehen, kloppt jetzt beide Helden hoch hier, also die müssen auch hoch, denn deine Base ist jetzt schon viel zu stark im Vergleich zu deinen Helden, denn gerade mit den ausgebauten X-Bogen hier, das ist zwar nett, dass man sagen kann, haha, ich habe mal die X-Bogen auf 3, ja, aber haha, ich habe die Queen auf 5, das passt überhaupt nicht, also vom Matchmaking her wirst du immer einen Gegner bekommen, der, wenn wir mal so den Gegenüberliegenden sehen, der immer viel, viel stärker ist als du, den wirst du, schätze ich mal,
sowieso mit 200 Truppen nicht schaffen, also gib mal dein Elex ruhig hier in die Lager aus. Die laufen ja letztendlich nur 5 Tage, dann sind die auf sind die immer 5 mehr und dann hast du 220 Truppen, aber sonst ja, sieht die Base ja ganz nett aus. Mit den Luftabwehren, die Magertürme gehen noch einen hoch, der muss sowieso noch 2 hoch und dann kann man damit sicherlich auch leben, auch hier in Gold 2. Hat ein paar Defenses, aber nicht wirklich viele und aber ich denke mal, ausbaufähig kann er dran arbeiten. So, jetzt habe ich wieder was ohne Hashtag. Super, ohne Hashtag, das gefällt mir immer am besten. Denn dann kann ich das komplett in meine Zwischenablage reinpacken. Das ist der Savage Rain vom Clan Drachenschmiede, ein Rathaus, Level 7. Ich würde sagen, auf den ersten Blick ist der maxed vom Truppen her, von Zaubern her und auch von der Base. Ich habe es mir nämlich eben schon angeschaut. Also so sieht das aus, wenn man ein Maxed Out RH7 ist und eigentlich nur noch darauf wartet, jetzt auf 8 zu gehen. Warum man das nicht macht, weiß ich nicht, aber es gibt ja auch viele, die bleiben einfach 7, weil sie hier natürlich richtig was reißen können. Entweder mit Drachen oder so wie er es hier macht. Mit so einem Army Camp hier eine schöne Angriffsarmee. Einfach mal 16 Riesen genommen, 21 Magier dahinter. Ja, eigentlich eine super Sache. Und Deft hier unten gar nicht, okay. Ja, warum Deft dann nicht? Weil er sicherlich auf dem Weg ist zu Champion. Ja. Das wird er mir sicherlich in die Kommentare lassen. Ja, Toto, ich gehe mit RH7 nach Champion. Also gönn dir die 2000 Gems. Die Base hier ist top. Keine Frage. Hier in den oberen Regionen wirst du nicht mehr defensen, außer dich macht auch mal ein RH7, was dann doch eher selten ist. Und starkes Ding hier. Also viel Erfolg auf deinen Weg in die Champions League. So, wir haben hier weiter den Flugzeug vom Clan Exilus. Ein Clan Level 7. Ein Rathaus 10, ja. Auffällig natürlich gleich die Helden und kein Zauber hier unten von den dunklen Zaubern gelevelt. Das verstehe ich auch nicht, warum die Leute das nicht machen. Ich meine, ja, ich weiß, Toto, du hackst ja immer auf den Erdbebenzauber rum. Ich weiß, aber ich level ihn, denn ich kann ihn ja verschwenden. Dann geht er nochmal 1-2 Level hoch. Und derjenige hat in der Regel dann Max Out Erdbeben in seiner Clanburg, aber sieht eigentlich ganz gut aus. 220, ich denke mal, ist noch nicht so super lange. Rathaus 10, aber ein paar Heldenlevel wären natürlich noch gegangen. Aber ich weiß unter Umständen, wo das Problem war. Du hast die Pötte immer voll, aber hier hättest du noch ein bisschen was in Mauern investieren können. Denn mit Gold und Elex kannst du die natürlich machen. Und deswegen, ja, bau einfach weiter. Ist ausbaufähig hier, gar keine Frage. Ich denke mal, im CK wirst du auf starke RH9er treffen. Hier unten geht die erste Kaserne auf den nächsten Level. Das heißt, er wird sich freischalten, den Bowler hier an der Stelle, und ist natürlich eine starke Truppe für den RH10er. Also mach ruhig weiter so, aber lass dir Zeit. Du hast das jetzt bei mir gehört oder gesehen. Man braucht fast über ein Jahr nur, um die Truppen beim RH10 zu leveln. Und das ist ja schon ein Wort zum Sonntag. Und ich habe hier ein Tag von Bubbles Let's Play. Ich glaube, der war gestern auch bei mir im Stream. Vom Bubbles. Gucken wir mal rein. Im Stream arbeite ich ja nicht so gerne Tags ab, also mache keine Dorfbesuche, denn wenn du einmal anfängst, dann hörst du da nicht mehr mit auf. Oder wenn du dann aufhörst, dann heißt es gleich wieder, hier, den hast du besucht und mich nicht. Du bist dann ganz böser. Aber wir haben hier auch einen ganz bösen Black Bubble von der Black Crew. Wie es sich gehört, passt der Name hier zum Clan. Und er ist hier ein Rathaus Level 8. Ich denke mal noch nicht ganz so lange. Denn zweier Drachen. Und jetzt erst die erste dunkle Kaserne freigeschaltet auf dem Valkyren-Level. Lassen darauf hindeuten, dass er gerade so mal Rathaus 8 ist. Ja, und das bestätigt sich auch. Aber schön hier die Luftabwehren auf 5 gezogen, die gehen sicherlich jetzt auf 6 hoch, aber ich denke, das ist bestätigt, dass er hier noch nicht so lange Rathaus 8 ist, und das sieht aber gut aus hier. Immer schön das Dunkle erstmal in den King reinpumpen, so würd ich es machen, dass der erstmal auf 10 ist, dann hast du den nämlich weg, dann brauchst du dich um den, das ganze RA8-Leben nicht mehr drum zu kümmern, hast ihn immer vor allen Dingen und levelst dann schön die dunklen Truppen nach, aber er ist ja auch dabei, erstmal müssen die Silos auch hoch, ein bisschen Flächenschaden geht hoch, ja, das sieht gut aus hier, und ich denke mal, hier unten in Silber 2
Da defft man auch mal. Ja, viele droppen natürlich auch Pokale hier. Das sind ja dann auch Defenses, aber 113 Stück. Sieht gut aus hier. Ich denke mal, dass du auch ganz gut zufrieden bist. Ja, die zieht sich hier wieder die Folge. Das macht aber nichts. So, hier habe ich noch einen. Mal sehen. Jetzt habe ich aber wieder ein Leerzeichen in meiner Zwischenablage. Das rieche ich auch manchmal. Ja. Und wir haben in den YS Burg von Clan Max Hax. Ne, Faxes Hax. Faxes Hax. Ein Rathaus Level 8. Oh, super. Ein Rathaus Level 8 mit zweier Golem schon. Zweier Schweinereiter. Ja, jetzt können natürlich die Walküren ein Level hochgehen und auch die Schweinereiter 2. Je nachdem, was er macht. Ja, kann natürlich auch sein, dass er sich jetzt erstmal sagt, ich brauche erstmal einen Packer für einen Go-Vibe. Aber die Base sieht hier gut aus. Hat die Mauern schon nachgemacht, die er bekommen hat, als er Rathaus 8 wurde. Und ist jetzt schon dabei, das Ganze hier einzuschwärzen. Wunderbar. Sieht gut aus hier bei dir. Und ich würde als erstes allerdings auf... Oh, die sind schon auf 6. Ja, die sind auf 6. Das passt. Denn nach wie vor bist du ja so ein bisschen Drachenopfer im Rathaus Level 8 Bereich und die decken das auch ganz gut hier. Das Problem ist, bei den Magertürmen, ich würde vielleicht diesen noch hier hinsetzen, dann hast du vielleicht noch ein bisschen den Schutz zu der Defense, aber du hast halt nur 3 Magertürme und kannst dementsprechend nicht wirklich alles abdecken. Wo ist der Fehler? Der ist da. Ja, ich glaube, das passt ganz gut, wie er steht. Also sieht gut aus hier bei dir. Ich denke, du bist auch zufrieden. Gold 2. Da gibt es ein paar Defenses, ja, aber ich denke mal, 9er werden sich immer an so einer Base erfreuen, denn die brauchen auch immer Dunkles. Und das steht natürlich hier. Ist auch schwierig. Also im R8-Bereich ist es auch schwierig, ein Dorf zu bauen, was wirklich alles abdeckt, wo die Clanburg nicht lockbar ist. Da bist du ganz schön lange am Rumfummeln. Und bis du das letztendlich hast. So, einen habe ich noch vor der Mini-Mini-Mini-Pause hier. Also die Folge, kann ich euch sagen, wird so richtig lang. Das ist der Peter 1 von der Familienbande. Und er ist auch ein Rathaus Level 8. Ich denke auch gerade so geworden. 5er King und 2er Drachen lassen darauf schließen. Ja, ist auch so, aber ein bisschen Mauermuffel bist du. Peter, das ist ja, nicht so schick. Aber es geht schon mal der schwarze Pott hoch, denn der muss hoch, damit der King weitergeht. Denn der ist jetzt schon teurer, als dass die 12.500, glaube ich, die hier reingehen, das Ganze fassen. Denke aber doch, dass du hier irgendwann mal in den Genuss kommen kannst, hier wirklich mal alle Mauern zu machen. Ja, okay, da hat er jetzt ein paar nachgekriegt, aber die anderen hätten natürlich noch 2 Level gekonnt. Ja? Und Mauern sind nach wie vor, ich sage immer nicht, sie werden ja übersprungen, sie werden überflogen oder unterbuddelt, aber manchmal klopfen ja auch ein paar Truppen drauf und deswegen hat man hier natürlich ein leichtes Spiel mit 1-2 Mauerbrecher, bist du hier schon so halb in der Base drin. Ob die jetzt hier unbedingt den Gold 2, wird sie sicherlich halten. Ja, 9 Stück, aber ich sage ja, er ist noch nicht so lange auf dem Status hier, hat aber die Clanburg schon ausgebaut und ja, alles andere muss jetzt einfach ein bisschen höher gehen. Stück für Stück, 5. Ja, lass hier ruhig Zeit, genieß Rathaus Level 8, denn ist wirklich ein geiler Rathaus Level. Und wie sieht es im Labor mit bei dir aus? Wo ist Labor? Ja, da oben läuft das Labor. Also irgendwas wird von den Sachen laufen, die ich glaube ich benannt habe. Schweinereiter oder, ja, ich hoffe es ist der Schweinereiter oder es ist natürlich der Drache. Ja, also wahrscheinlich ist es eher der Drache, der hier läuft. Und da hinten geht eine Kaserne hoch und hier geht die dunkle Zauberfabrik als erstes hoch, beziehungsweise sie wird rausgebaut. Ja, ich denke, sieht gut aus und hier geht auch eine dunkle. Jawohl, das geht dann erstmal auf die Walküre, danach kommt der Golem. Super. Okay, ja, ich hätte fast gerade gesagt, schwarzes Dorf, wir machen weiter. Nachtdorf, kurz mal einen hier reingeworfen, so ein Angriff. In die Dorfbesuchsfolge hier, in die Hausdurchsuchung heute. Und mal schauen hier, das ist ja noch ein Achter, wollte ich gerade sagen. Ich bin auch ganz verwirrt jetzt schon von den vielen Dörfern, die ich natürlich hier in den Baubesuchsfolgen sehe. Und so, dann schicken wir jetzt schon mal das Maschinchen hier mit rein, dass der hier schnurstracks durchgeht auf den Zerschmetterer. Da helfen mir jetzt aber so ein bisschen die Lakaien. Ja, dann ist er jetzt schon mal mit hier mit der Meute in der Mitte
und lenkt hier schon mal so ein bisschen die Defense ab. Dem Brutzler, er macht jetzt zwar nicht so viel Schaden, ich denke, ich kann die Maschine nochmal... Nein, ich kann sie nicht mehr zünden und meine Lakaien, na, packen die die Meisterhütte. Es ist ja manchmal auch super, super knapp, so wie hier jetzt 45%. Boah, gut, mir hat auch noch einer zugeguckt, ja, danke auch. Naja, ja, Ziel ist es eigentlich, dass ich mir hier heute noch die 1600 reinfarme, damit ich den hier anstoßen kann. Der kostet nämlich 1.600.000 und ich dementsprechend dann hier auch im Nachtdorf so ein kleines bisschen weiterrocke. Bitte besuch mich, hat mir der Robin geschrieben. Okay, jetzt habe ich es damit getan und ich sehe hier ein nicht so gutes Rathaus 9, 10, muss ich einfach mal so sagen, denn vieles hier nicht auf Rathaus Level 9 gemacht. Wenn ich jetzt mal anfange, Drachen, Pekka, der geht ja schon auf 8 auf 3 hoch, Golem, Walküre, Schweinereiter, aber er hat immerhin die Max-Truppe Bogies. Ich weiß zwar nicht, wofür man die braucht, vermutlich zum Farmen und die Helden auch wirklich, wirklich low. Also das ist ein Rusher, gar keine Frage. Und er baut hier die Infernos. Ich meine, er macht jetzt auch die Helden, hat die Infernos draußen, grenzwertig. Ja, grenzwertig, und er wird natürlich hier ein bisschen deffen, gar keine Frage, denn so ein bisschen furchteinflößend sind die Infernos ja. Zumindest würde ich sagen, so ein Rathaus Level 8 schreckt das immer ab, aber der Rest ist hier natürlich auf Rathaus Level 8 Niveau. Und da hat er hier 9, hätte ich mal fast gesagt, fast übersprungen. Hier ist er jetzt beim Armeelager machen, immerhin ist er da, kommt er da ein bisschen weiter, aber eigentlich finde ich es nicht gut, so ein Dorf hier, und muss ich an der Stelle auch einfach mal sagen, dass ich, ich meine, hast gerusht. Entweder fängst du einfach einen neuen Account an und machst alles richtig, oder du lässt dir jetzt richtig Zeit mit diesem hier und versuchst den auch auf eine richtige Bahn zu biegen. Denn ich finde, ich habe das Gefühl, mit so einem Dorf wird man nicht glücklich. Wir haben hier den Mario G. vom Clan, wie heißt das? Babylon 90. Ist das ein deutscher Clan? Ja, ist ein deutscher Clan hier. Clan Level 9 auch, Donnerwetter. Und, wir haben hier gerade gesehen, die geben mir Lock frei. Oh, das sieht ganz nett aus. Oh Mann, unentschieden ist ja auch eher selten, aber beim 10 gegen 10 kommt das natürlich schon mal vor. Aber wir waren ja hier im Player-Profile. Also ein Rathaus Level 8 hier. 8er King hat schon raus den Golem, hat die Walküre. Ja, auch sicherlich noch nicht so lange Rathaus Level 8. Und hat aber den Drachen schon auf 3. Das ist das Minimum hier auch schade. Ist leider abgefarmt. Da kann ich dann eher wenig zu sagen, aber ich glaube, so ein Base-Design hier ist ein CK-Base-Design und wird sicherlich hier unten halten, weil so ein paar droppen hier immer mal. Also schade auch, dass du von heute auf heute oder von gestern auf heute abgefarmt bist an der Stelle. So, ich arbeite heute alle Tags ab hier, deswegen wird die Folge auch weit über 40 Minuten, glaube ich, auch sein. Das ist der 2612 von den Quiet Hunters hier, Clan Level 11, und wir sehen hier ein Rathaus 9. Da hatten wir heute ja gar nicht mal so viel von, und das sieht eigentlich ganz durchwachsen aus hier. 4er Golem, 4er Walküre, 4er Hox. Ich hoffe, die Hox gehen jetzt hoch, hat aber die Drachen auf 4. Und krasse Helden dazu, ja, also 20er Helden, auch leider abgefarmt. Das sind jetzt die letzten Texte, die ich noch von gestern hier mit reinnehme. Und also das dürfte mir jetzt nicht krumm nehmen, aber das ist ein Top-Dorf hier. Mauern komplett fertig. Ihr seht das hier auch, die Pötte pickepacke voll. Macht den King hier hoch. Und ich denke mal, hier in der Region, ja, da hält die ab und zu mal. Aber wenn man natürlich immer so volle Lager sieht, na, da reibt man sich immer die Hände so. Ja, ich finde es auch beeindruckend. Er hat alle Mauern fertig hier. Ich denke mal, es sind alle fertig und macht jetzt hier erst die dunkle Zauberfabrik. Echt komisch. Okay, ich hoffe, dass im Labor, wo es denn auch immer ist, die Loons laufen, denn die müssen bei dir in jedem Fall schwarz werden, damit sie auch zum Lavahund passen. Und du auch hier Luftangriffe machen kannst, also starkes Ding hier. Und auch mal ganz, ganz anders, als wir es eigentlich kennen. Denn oftmals haben wir ja wirklich Low Bases mit Low Helden und nichts an Mauern. Und hier ist es mal genau umgekehrt, hier haben wir eine Maxed Out Base. Und die dunkle Zauberfabrik noch nicht. Okay. Ja, aber was kommt denn eigentlich dabei raus? Es kommt ja, glaube ich, der Eilzauber raus. Okay, also Eilzauber, den wirst du sicherlich dann brauchen. In den Luftangriffen ist er nämlich immer noch
top und up to date. Den haben wir eben schon gehabt. Der hat mir das Kürzel hier nochmal geschickt, sehe ich gerade. Das ist auch nicht so schlimm. Das muss ich auch nicht rausschneiden. Das geht ja relativ zügig hier. So, zwei Stück haben wir nämlich noch. Ah, der ist verkehrt. Da habe ich mal wieder was vergessen. Da gehört noch ein J vor. So, dann habe ich den richtigen. Nee, habe ich immer noch nicht den richtigen. Also das ist verkehrt hier. Ach, er hatte mir auch was ganz anderes geschrieben. Entschuldigt, Leute. Der hat mir was ganz anderes geschrieben. Der hat mir geschrieben, this clan has changed its name 3 times. Aber der war ja jetzt in gar keinem Clan. Und deswegen nehmen wir hier meine letzte Zwischenablage mit Leerzeichen. Vom Jannis. Jannis auch in RA10. Auch viele RA10 auch heute drin gehabt. Mit 1750 Pokis im Moment in der Goldliga. Er ist von den Stuttgart Lions. Ah, ist eine mir bekannte Stadt. Mein Bruder wohnt dort. Zumindest hat er eine Wohnung da, weil er da zur Schule geht. Und hat die Drachen hier auf 4. Hat das, na, die Helden. Oh, Mann. Ah, und hier unten auch die Truppen. Das passt nicht zum RA10er. Ich würde mit so einem Dorf, muss ich sagen, mit den Truppen. Und okay, die geht jetzt. Warum geht die eigentlich hoch? Ach so, die geht jetzt auf 35 Truppen. Okay, also vielleicht noch nicht ganz so, noch nicht. Ich denke noch nicht ganz so lange RH9 hier. Was ist hier Bomb Tower? RH10 hier. Aber bei RH9 echt so viel nicht gemacht. Leute, warum macht ihr das denn nicht? Ja, warum macht ihr den Golem nicht auf 4 hoch? Die Schweinereiter auf 5? Warum nicht? Nur für den Bowler und für den hier, für die Inferno Tower? Also, nee. 240 Truppen erwarte ich jetzt auch gar nicht. Also, ja, ich weiß nicht. Ich kann es schlecht bewerten. Jannis, tut mir leid. Ist sicherlich nett gemeint. Aber das ist auch ein Dorf, womit ich nicht glücklich werden würde. Und du wahrscheinlich auch nicht so super, super viel hier reißt. Also 226 gewonnene CK-Sterne lassen entweder darauf deuten, dass du wenig CK spielst oder aber wenig Sterne holst, was ich eher glaube. Naja, ist nicht so tragisch. Wir schließen im Nachtdorf heute ab hier, denn ich denke mal, hier können wir noch einen machen. Ja, klar, haben wir den verloren. Gar keine Frage. Und so mau wie der Angriff auch war. Ja, ich werde auf jeden Fall gleich eine andere Truppe antesten. Denn meine Riesen müssten eigentlich jetzt gleich fertig sein. Glaube ich zumindest. So, ich gehe hier mal jetzt mit rein mit der Kampfmaschine. Ich hätte die auch vorziehen können, denn die Bogenschützentürme sind hier stark, vor allen Dingen, wenn die auf Boden stehen. Da machen die richtig stark Schaden, aber im Moment kriegt meine Kampfmaschine, oh, da war eine riesen Luftbombe. Ah, okay, das hat meine Truppen jetzt ziemlich zerrissen und ich hoffe, dass da hinten die Kanone nicht weggeht. Tut sie auch nicht, okay. Ja, mal sehen, ob wir, mal sehen, der geht natürlich jetzt erstmal auf den Barbaren. Warum geht der auf die Luftabwehr? Das Rathaus oder die Meisterhütte ist doch viel näher dran gewesen. Nein, der geht jetzt erst dann auf die Luftabwehr. Das ist mir auch mal, manchmal ist es mir auch ein Rätsel, warum die Kampfmaschine so einen Weg geht und immerhin gerade so geschafft. Meine Herren. Ja, das ist hier die das Aufregdorf. Und mal sehen, ob er mehr als 53% bei mir schafft. Ach, das ist hier wieder so ein Pfennigfuchser, so nenne ich die ja immer. Die hier jetzt erst immer ein Gebäudchen nach dem nächsten machen. Ja, das sind auch die, die mich total abnerven hier. Wir setzen hier immer Bogi nach Bogi, um hier ein. Ich meine, ist eine Taktik, ja, ist eine Taktik. Aber mir wäre die viel zu langweilig hier. Immer so pick, 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 wie so die kleinen Lemminge. Immer einen nach dem anderen setzen, um mal zu gucken, wo die hinrennen. Jetzt macht er mir erst den Bogenschützenturm fertig. Okay, hat aber immer noch nicht die ganzen, alle Clanburg-Truppen geschafft. Also die Bogenschützin hier ist noch da. Ja, ich meine, es ist eine Taktik. Er hat ja jetzt auch schon relativ viel Prozent. Wenn er jetzt mit der 6er Kampfmaschine gleich irgendwo mittig hier gut durchgeht, dann kriegt er hier sicherlich auch mein Zerschmetterer und vermutlich auch meine Meisterhütte. Das muss man mal sehen, weil er hat ja jetzt schon relativ viel Defense geschafft. Kommt jetzt zwar von hinten ein bisschen mit Ablenkung rein, aber hier vorne wird das gleich die Battle-Maschinen reißen, ganz, ganz sicher. Und dann ist mein Rathaus auch weg. Er hat ja jetzt schon genauso viel Prozente wie ich, auch wenn ich sein Rathaus habe. Also ich habe ja die 2 Sterne, die hat er jetzt noch nicht, aber ja, ich denke mal, die wird er sich holen. Gucken wir mal, ob das klappt mit einmal zünden jetzt das Lager und
Und der Turm, okay, der Turm ist weg. Jetzt brauchen wir natürlich ein bisschen länger für das Lager. Und 14 Sekunden, mal sehen, wann die weg sind. Ja, den will ich ja eigentlich leveln, damit er auch mehr Heal Points bekommt. So, der Bogi ist erstmal weg. Jetzt kommt der Zerschmetterer, mal sehen. Jetzt kann er den noch zünden. Mal sehen, ob er den nochmal zünden kann hier. 68%, jetzt kriegt er ein bisschen Beschuss. Aber das wird nicht reichen hier von meiner kleinen Kanone und von der Doppelkanone. Ich habe den jetzt mal auslaufen lassen hier für euch in dieser Folge hier. Das war's, wir haben verloren. Grummel, Grummel, Grummel und aus ist mit der Folge hier und auch mit ihm hier. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen hier die Hausdurchsuchung bei mir. Morgen kommt eine Folge, also die Folge war ja jetzt wirklich, wirklich lang. Morgen kommt eine Folge Matchmaking à la carte. Ihr werdet richtig was zu gucken haben, denn der Chefkoch ist mit in den Clankrieg hier reingeraten und wir haben ein Matchmaking, was wieder richtig für Supercell spricht. Also so funktioniert es leider nicht. Und bis dahin, jetzt aber, euer Toto, clasht.